Hallo und willkommen zu Microsoft Excel. Hier geht es um Dateiverknüpfung, um den Verweis auf Zellen in anderen Tabellenblättern. Und hier habe ich schon mal ein paar Beispielordner, die ich miteinander verknüpfen möchte. Ich habe hier später eine Report-Datei, die ist noch leer. Wenn ich mal draufklicke, da steht noch nichts drin. Und wenn ich die jetzt noch mal kurz schließe, habe ich hier zum Beispiel im Juli 2012 zwei Abteilungen, zwei Divisions. Und hier liegen jeweils Werte drin, Werte aus dem Juli. Und die hätte ich gerne in meinen Report, in meine Gesamtübersicht übertragen und vielleicht auch addiert. Die Division B-Datei sieht genauso aus. Die hat hier genau solche Zahlen, ein paar andere Werte. So, was kann ich denn machen, um zwei Dateien miteinander zu verknüpfen? Ich öffne nochmal hier die im übergeordneten Verzeichnis liegende Report 2012-Datei, wo nichts drin steht. So, mal kurz auf den Dateinamen geschaut. Ich mache das hier mal andersfarbig, damit man immer erkennt, wann ich in der Sales Report Datei bin. Das ist hier also mein Bericht. So, ich habe zwei Dateien geöffnet, das kann ich sehen bei Ansicht, im Register Ansicht, ganz rechts bei Fenster wechseln. Ich habe da zwei Dateien geöffnet. Ich kann natürlich an dieser Stelle hin und her springen. Das ist aber ziemlich aufwendig, immer erst ins Register Ansicht zu wechseln. Von daher habe ich hier mit rechter Maustaste bereits zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen geklickt. Das heißt, ich kann hier oben direkt draufklicken oder wer es sich merken kann, ja, wenn man im anderen Register steht, Steuerung F6. Mit Steuerung F6 springt man zwischen seinen Dateien hin und her, wenn ich mehrere geöffnet habe. Oder natürlich auch, wer gerne die Alt-Taste nimmt, Alt und jetzt F für Ansicht, F und dann müsste ich W drücken, Alt F W und dann mich für die Zahl 1 oder 2, ich mache mal die 1, entscheiden, welche Datei ich hier sehen möchte. Ich drücke am liebsten Steuerung F6 oder hier oben meinen kleinen Schalter. So, hier habe ich jetzt also zwei Dateien und die würde ich gerne miteinander verknüpfen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, hier mich in eine Zelle hineinzustellen, das Gleichzeichen zu tippen, jetzt mit Fenster wechseln, auf die andere Datei zu klicken und hier diese eine Zelle rauszupicken. Man erkennt in der Bearbeitungszeile, erkennt man nach dem Gleichzeichen den Dateinamen in der eckigen Klammer, inklusive der Dateiendung xlsx. Dann den Blattnamen. Da hier Leerzeichen drin stehen, habe ich das Ganze noch schön in Hochkomma gesetzt. Ausrufungszeichen und dahinter kommt der Zellbezug. So, wenn ich das jetzt hier mal mit Eingabetaste bestätige, dann holt er sich natürlich, weil es hier absolut rübergezogen wurde mit den Dollarzeichen, holt er sich nur die Zelle C3. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ich kann natürlich mich hier hinstellen und jetzt drücke ich mal F4 einmal, zweimal, dreimal F4, jetzt sind die Dollarzeichen weg. Und jetzt kann ich natürlich Folgendes machen. Jetzt kann ich hier mit der Maus die Zellbezüge, na, vielleicht ohne Formate, ohne Formatierung, ausfüllen. Einfach so mit der Maus rüberziehen, ja, ohne Formatierung. Und jetzt zieht er mir von C3 ausgehend, holt er mir hier D3, E3, F3 aus der Datei Division A 2012-07. Was hätte ich denn noch machen können? Also das hier ist natürlich das Einfachste gewesen. Eine Zelle holen, nach unten und nach rechts kopieren. Und falls hier schon Formatierung war, ne, einfach zu sagen, nee, ohne Formatierung ausfüllen. Was hätte ich denn noch machen können? Man kann hier im Register Ansicht natürlich Tabellen auch schön nebeneinander legen. Alle anordnen. Ich habe zwei Tabellen geöffnet. Alle anordnen. Vertikal. Vertikal heißt, jede ist hochkant. Ich klicke mal auf OK. Jede steht hochkant, vertikal. Und jetzt könnte ich natürlich hier die Zahlen einfach markieren. Steuerung C. Und wenn ich jetzt hier mit rechter Maustaste reinklicke, habe ich unterschiedliche Möglichkeiten einzufügen. Und eine Möglichkeit einzufügen ist, auf das Kettenzeichen hier zu klicken für Verknüpfung einfügen. Verknüpfungen einfügen
holt mir den direkten Bezug auf diese Werte hier aus dem Juli, aus der Division A. So, also das wäre eine Möglichkeit, wenn das nur eine Verknüpfung zwischen zwei Dateien ist. Hier will ich die Daten aus dem anderen Blatt sehen. So, die mache ich jetzt mal zu. Mal gucken. Schauen wir uns nochmal hier den Link kurz an. Da ist nur der Dateiname, der Blattname und der Zellbezug. Jetzt schließe ich mal Division A. So, gehe hier wieder ins Vollbild. Und wenn ich mir das jetzt mal anschaue, was oben steht oder hier mit dem Doppelklick, da steht der komplette Pfad. Das ist bei mir Laufwerk T, Themen, Seminare, YouTube und dann Berichte 2012, Juli und dann der Dateiname und dann Blattname und dann hinten die Zellbezeichnung. Das ist natürlich jetzt eine Verknüpfung zwischen zwei Dateien, die auch gilt, wenn die andere Datei nicht geöffnet ist. Ich speichere mal diese Datei. Ich klicke auf Speichern, schließe diese Datei. Moment, erstmal schauen. Ich nehme mir einen kleinen Wert hier. Luzern Electronics ist bei 12.370. Ich schließe das mal. Ich mache Excel zu. Ich gehe in die Juli-Werte in Division A und das ist ja das Original, woraufhin verknüpft wird. Und dann mache ich mal einen markanten Wert von 99.999, speichere diesen Wert und schließe Excel. Und jetzt mache ich wieder den Report auf und der Report zeigt mir zunächst erstmal den alten Wert hier an. Ich habe den alten Wert und jetzt kommt eine Meldung, die sagt, diese Datei enthält Verknüpfung zu anderen Datenquellen. Möchte ich aktualisieren oder nicht aktualisieren? Wenn in Firmenumgebung gespeichert wird, haben wir hier oben, oberhalb dann der Bearbeitenzeile oder ja, darunter, hier in dem Bereich, haben wir dann noch eine gelbe Zeile, wo dann Inhalt aktivieren steht, damit das überhaupt auch aktualisiert werden kann. Ich klicke mal auf Aktualisieren, dann wird im Hintergrund einmal kurz in die Original Division A-Datei hereingeguckt und ja, der Wert wird eingetragen. Wunderbar. Ich kann auf zwei Wege die Verknüpfung nochmal nachvollziehen und auch nachträglich ändern. Will ich jetzt zum Beispiel für meine ganze Datei die Werte nicht von Division A sehen, sondern von Division B? Ich habe zwei solcher Dateien. Dann kann ich sowas ändern. Ich habe im Register Daten den Schalter Verknüpfungen bearbeiten. Bei Verknüpfungen bearbeiten öffnet sich dieser Dialog hier, in dem mir alle Dateien angezeigt werden, zu denen diese Datei hier eine Verbindung aufgebaut hat. Hier steht auch, wie aktualisieren sich denn diese Daten? Hier, wie sieht es beim Start aus? Ich entscheide. Es wird eine Warnung angezeigt und ich entscheide, will ich aktualisieren oder nicht. Wenn ich zum Beispiel 30 oder 70 Dateien habe, mit denen ich mich verknüpfe möchte und ich ändere die nur alle 2 Monate mal, dann möchte ich nicht bei jedem Öffnen diese 70 Dateien aufmachen. Das wäre dann unnütz. Also das brauche ich nicht, nur bei Bedarf. Oder nicht aktualisieren, aber auch nicht warnen. Oder aktualisieren, direkt immer aktualisieren, aber auch nichts dazu sagen. Diese drei Modi habe ich hier. Ich gehe nochmal auf anderem Weg in diesen Dialog. Datei und im Register Informationen sehe ich hier auf der rechten Seite, aber erst wenn eine Verknüpfung gesetzt ist, in der dritten Spalte Verknüpfungen mit Dateien bearbeiten. Das ist genau der gleiche Dialog. Und jetzt kann ich nämlich Folgendes machen. Ich kann nachträglich aktualisieren. Sagen hier, zieh dir nochmal die Werte, dann holt er sie nochmal frisch rein. Ich kann aber auch die Quelle ändern. Moment, das mache ich mal von dem anderen Blatt aus, dann sieht man es nämlich hier, diese 99.999. Ich klicke auf Quelle ändern und die bestehende Quelle, die wechsle ich jetzt mal auf meine, na, YouTube-Videos, Berichte. Juli, Division B.
Und die Werte, hier steht nämlich tatsächlich nichts bei Luzern Electronics. Die Werte von der anderen Datei werden geladen. Also man kann eine Datei vorbereiten und entscheiden, welche Datei wird hier eingelesen. Jetzt öffne ich mal jetzt öffne ich mal diese Division B-Datei parallel. Moment, nochmal kurz geguckt. Hier steht momentan der komplette Pfad. Einmal geöffnet. Division B. Oh, das ist es schon. Ja, ich habe sie aufgemacht. Und ich lege mal wieder beide Fenster nebeneinander. Ansicht, alle anordnen, vertikal. So, beide stehen nebeneinander. Das hier ist meine, rechts ist meine Gesamtbetrachtung wieder mit der Verknüpfung. Und jetzt wird auch gerade der Pfad nicht mehr angezeigt, nur der Dateiname. Und jetzt mache ich mal etwas, da muss man ziemlich aufpassen. Ich stehe in der linken Datei. Ich könnte dir mal ins Vollbild nehmen. Und ich klicke jetzt Datei speichern unter. Ich speichere die mal unter einem neuen Namen und ich nenne die einfach mal Test, während die andere Datei geöffnet ist. Und ich klicke auf Speichern. Und diese Datei habe ich jetzt Test gemacht, weil mit Testdateien, das kennen wir ja, kann ich ja allen Quatsch machen, den ich machen kann. Also ja, dann kann ich da nicht rechnen. Und die schließe ich auch und die speichere ich. Ja, wunderbar. Aber insofern beide Dateien geöffnet waren, hat sich beim Umbenennen der Datei auch die verknüpfte Datei aktualisiert. Das heißt, der war mit der Datei, die optisch oben lag, nicht die dann noch gespeichert ist, verbunden. Und hier sind jetzt natürlich auch die Werte kaputt. Also hier muss ich dann wieder reparieren. Daten, Verknüpfung bearbeiten, Quelle ändern, auf Division B wieder verweisen und natürlich diese Testdatei dann am besten wieder überspielen. Also hier muss man aufpassen. Was man natürlich auch nicht machen sollte, ist die Datei umbenennen, während hier mein Report, das ist der Report, den ich auf habe, geschlossen ist. Ich klicke auf Speichern. Mache Excel zu und denke, ach, Division B, da nehme ich mal alle Leerzeichen raus. Stört ja nicht. Also die Leerzeichen will ich nicht haben. Klick auf, ja, klick jetzt einfach hier unten drunter. Ich habe die Datei umbenannt. Und jetzt gehe ich in den Report, öffne das Ganze und beim Öffnen, die Datei enthält Verknüpfung zu anderen Datenquellen, will ich aktualisieren? Jawohl, ich will aktualisieren. Und dann sagt er mir, hier ist bestimmt also mindestens eine Verknüpfung, die nicht aktualisiert werden kann. Jetzt könnte ich einfach sagen, weiter, das mache ich mal. Und jetzt lebe ich einfach damit, dass diese Datei gerade nicht erreichbar ist, weil es könnte ja tatsächlich sein, dass ich mit dem Notebook unterwegs bin, gerade nicht auf bestimmte Dateien in der Firmenumgebung zugreifen kann. Und wenn ich wieder in der Firma bin, funktioniert die Verknüpfung wieder. Jetzt klicke ich aber nochmal auf Aktualisieren. Ich gehe hier auf Daten, Verknüpfung bearbeiten, Werte aktualisieren. Ja, und da fragt er, ja, wo ist denn die Datei? Jetzt will er es aber wissen. Ja, und dann muss ich hier tatsächlich hinklicken. Ich gehe mal hier mit Abbrechen raus. Oder ich muss die Quelle ändern. Ich mache aber mal Excel wieder zu und starte diese Datei einfach nochmal. Dann fragt er nämlich wieder, hör mal, wie sieht's aus? Na, willst du aktualisieren, ja? Und dann kann ich die Verknüpfung bearbeiten und an der Stelle kann ich sofort hier sagen, ja, Quelle nicht gefunden, geht ja auch nicht. Quelle ändern. Und dann muss ich auf die aktualisierte Datei hier ausweichen. Moment, da vorne war sie drin. So, auf die ohne Leerzeichen und dann werden die Zahlen im Hintergrund aktualisiert. So, ein letzter Klick hier noch gezeigt bei Daten, bei Verknüpfungen bearbeiten. Hier steht Verknüpfungen löschen und bei Verknüpfungen löschen wird Folgendes gemacht. Nochmal mit Warnung, Achtung, alles, was ich habe, alle Werte, die ich habe, werden jetzt direkt zu Werten, alle Verknüpfungen werden rausgenommen. So kann ich natürlich mal auch Werte einfrieren, also dass ich sage,
Ich möchte nicht immer auf meine 2008er Reports zugreifen, die Werte stehen. Ich löse die Verbindung, die Verknüpfung an dieser Stelle auf. Was man natürlich auch nicht machen darf, ist einfach hier den Ordnernamen nachträglich ändern. Also das ist so, als würde ich den Dateinamen ändern. Das passiert manchmal in Firmen, da hat man seine Verknüpfungen alle gesetzt und dann werden Abteilungen umbenannt, aufgelöst, die Ordnerstruktur wird geändert. Woher soll Excel das bei geschlossener Datei mitbekommen? Wir haben gesehen, beim Umbenennen der Quelldatei wird der neue Name hier in die Formeln reingeschrieben. Also es ist immer mit Vorsicht verbunden, immer mit einer Kontrolle, was passiert gerade hier mit meinen Daten. Also wer mit verknüpften Daten arbeitet, muss schon so ein bisschen Sorgfaltspflicht walten lassen. Und in weiteren Videos möchte ich dann auch noch später zeigen, was bei Verknüpfungen zu bearbeiten sind, wenn über mehrere Dateien hinweg verknüpft wird. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Tutorial. Ich freue mich auf Feedback. Bis später.